Am 25. Mai fand in Speyer die Kulturnacht Speyer 2018 statt. 31 Kultureinrichtungen der Dom- und Kaiserstadt präsentierten bereits zum 18. Mal die Vielfalt ihres Wirkens. Mit dabei als Sponsor und Akteur war die Sparkasse Vorderpfalz. In ihrer Hauptgeschäftsstelle der Wormser Straße 39 in Speyer wurden die Gäste mit einem Walk-Act von Mr. He begrüßt. Ich bin keine Schokolade, ich bin lieber ein Mann. Ich bin ein besonders stolz drauf, auf unseren Sparkassenchor. Unser Sparkassenchor besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse, die ganz am Anfang die musikalische Einstimmung machen. Und das finde ich absolut klasse, dass aus allen drei Althäusern, das muss man ja auch sagen, die Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen sind und so ein Stück weit auch zur Integrität der Sparkasse insgesamt beigetragen haben. Eine Besonderheit war Sandart-Künstlerin Frauke Menger. Sie malte Bilder mit Sand auf eine Projektionsfläche, die wiederum auf Großleinwänden präsentiert wurden. Die immer wieder neuen Motive mit fließenden Übergängen begeisterten das Publikum. Ja gut, ich meine, einmal gehört es zu unserem öffentlichen Auftrag dazu, dass wir die Gebietskörperschaften darin unterstützen, ihren Auftrag Kultur, Sport und Kunst auch tatsächlich zu erfüllen. Da sind wir gern dabei. So förderte im abgelaufenen Geschäftsjahr die Sparkasse Vorderpfalz mit über 1 Million Euro über 1000 soziale Projekte in Speyer, Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis. Abgerundet wurde das beeindruckende Sparkassenprogramm mit den Gitarrenhelden.